Well, well, well. Here we are again. Jawohl. Sag bloß, Mensch. Ich habe gerade gesehen, Hintergrund. Warte mal, ich kann meinen Hintergrund ja auch ändern. Hat das ja toll. Wie sieht's denn damit aus? Ja. Och, nett. Oh. Ach, das ist doch toll. Wie geht denn das? Hintergrund. Das ist toll. Ich bin jetzt in einer Art, vor einer Art Möbelhaus, ne? Ist das irgendwie so? Ja, IKEA oder Google Einkaufszentrum. Ganz toll. Und wenn ich hektisch meinen Arm im Bild bewege, dann sieht man rund um meine Armkontur so ein bisschen, wie kann man das sagen? Hi, hi, hi. Wurscht. Unsere Zuhörenden können es eh nicht sehen. Genau, damit herzlich willkommen zu Potsau, dem unverschämten Podcast. Wie versprochen, heute mit einer doppelten Portion das verrückte Lexikon in einer doppelten Portion Filmfortsetzungen, die die Welt nicht braucht. Was hast du denn jetzt hier für eine Ansicht gestaltet? Der Zweisamkeitsmodus. Das muss ich gleich mal fotografisch festhalten. Achtung. So. Das werden wir posten. Dass ich da den Hintergrund ändere, weiß ich nicht. Da stehen wir am Wald hier, ne? So, Herr Olli, gibt es was Neues aus Berlin? Ja, scheint die Sonne mal wieder. Die Sonne voller Wonne. Nee, also so wirklich Neues, wie immer, gibt es eigentlich nichts und doch vieles, aber eigentlich eher nichts. Ja, also bei mir schon. Da bin ich neulich am Sportgelände vorbeigelaufen und so ein paar Kids, die da spielen, die haben sich irgendwas zugeworfen, keine Ahnung. Und dann habe ich noch so gesagt, also richtig werfen könnt ihr ja wohl nicht. Na, der eine gemeint, dann mach doch mal vor. Dann habe ich das Ding da genommen, was weiß ich was, das war ein kleiner Ball. Und hab gescheit geworfen. Und dann sagt er, gut, okay, so geht es also. Und dann gehe ich halt so weiter. Und dann kam er zum Nachgang. Das war gerade ein echter Vorwurf. So, ein Vorwurf war das von mir, ja. Sowas gibt es halt in Berlin nicht, gell. Und dann gibt es höchstens Nachwürfe, gibt es hier. Ja, laufe ich mal an einer Fressbahnstation die Treppen runter und dann, was wird mir nachgeworfen? Eine Flasche Bier. Zack. Ich Ehrlich? Getroffen, Glück gehabt, ja. Oh, siehst du, es gibt doch was Neues aus Berlin. Das gibt's ja nicht. Nichts Neues, das ist Alltag wahrscheinlich. Ach so. Ja, klar. Aber war die auch noch kaputt, also leer? Also ich meine, eine Falle und du hättest sie fangen können und dann Prost, wäre natürlich ein netter Service gewesen, sag ich mal. Ach. Ja, Service gewesen, aber leider nein, schlecht gezielt. Servicewüste Berlin, hier wird einem also noch nicht mal ein volles Bier nachgeworfen für den täglichen Genuss. Das ist natürlich schon ein Skandal. Es gibt doch was Neues aus Berlin. Es gibt jetzt die Berliner Gesellschaft für Berliner Schnauzengesellschaft. Das ist eine kleine Truppe und die sind darauf aus, den Neueinkömmlingen zugezogenen gleich mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Es ihnen hier richtig ungemütlich und unwohl zu machen. Das ist Berliner vernünftig. Schnauze, sagt man ja, ne, ist halt unfreundlich und die setzt dann eins drauf. Ja, das ist sehr vernünftig, gut. Genau. Völlig realistisch auch. Das muss sich gleich assimiliert. Das ist gut, genau. Ja, der Bayer, der hat seinen Grant und der Berliner hat seine Schnauze. Also eigentlich liegen die Preußen und die Bayern so weit gar nicht auseinander, gell? Nee, und ich meine, Schnauze wird immer so als liebevolles Direktheit irgendwie bezeichnet, ist aber ein Arschloch sein, schlecht gelaunt sein. Somit kann man sich dann rausreden, gell, das ist halt die Berliner Schnauze. Ja, genau. Der Bayer meint es dahingehend doch ein kleines bisschen lieber, ja, muss man schon sagen. Da ist es nicht ganz so böse gemeint, in der Tat. So, heute auch. Man kann es ein bisschen mit dem Wiener Schmäh vergleichen, nur finde ich, der Wiener Schmäh hat noch ein bisschen mehr Eleganz und einen
intelligenten Zynismus, würde ich sagen. Das hat der, die Berliner Schnauze eigentlich nicht. Das ist eher so die so die Holzhammer haut drauf Methode. Ja, so die Arbeiter. Ich meine, Berlin war ja früher eine Arbeiterstadt, neben ein bisschen auch Glamour, den es hatte, aber war eigentlich hauptsächlich eine, eine ich glaub, du spinnst, Boing. Ja. Jawohl. Ja, Zolling. Da gibt es wahrscheinlich keine Zollinger Schnauze oder Zollinger. Also auch bayerisch ein bisschen. Ja, so wirklich ja, so bayerisch? Ein bisschen. Der bayerische Grand, ja. So, oder? Genau. Ich kann mich ja noch an die Wirtin erinnern, als ich dich mal besucht hatte, in diesem, in dieser Wirtschaft im Ort. Ja. Und da sei sie wohl besonders schlecht drauf gewesen. Da dachte ich, dann will ich ja nicht wissen, wie sie drauf will, wenn sie mal gut drauf ist. Wenn sie jetzt, naja, war amüsant. Genau. Also das hat mich schon ein bisschen an die Berliner Schnauze erinnert. So das Essen hingeschmissen, jo, friss. So. Und wehe, du sagst, das Essen schmeckt. Ja, du musst sagen, es ist gut. Wenn es wirklich richtig gut war, dann sagst du, saugut. Das ist die Steigerungsform, genau. Ja, gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, genau. Worüber wollen wir denn ein bisschen lästern und herziehen? Hä? Worüber wollen wir reden? Wollten wir nicht mal ein bisschen intelligenter oder ein bisschen mehr Bildungsauftrag hier übermitteln? Oder das schaffen wir es eigentlich eh nicht, oder? So wirklich auch. Ja, hey, umgekehrt. Immer mal wieder raus. Wir sind eigentlich immer viel zu Bildungsauftrag und wollten mal wieder ein bisschen Unfug machen. Ja, das ist richtig. Sollen wir da zum Einstieg vielleicht mal geschwind ChatGPT nach einer Filmfortsetzung fragen, die die Welt nicht braucht? Lustige Filmfortsetzungen, die die Welt nicht braucht. Fortsetzung. Was war es jetzt immer bei Titanic? Ist auch ganz einfach. Oh, war ja. Also, letzten Male war es ja ein bisschen enttäuschend, aber mal gucken. Ja, genau. Schatt-GPT. Oh, seit neuestem, wenn ich sage, schreibe es in 5 Sätzen, dann nummeriert er die 5 Sätze. Das ist ja lustig. Das ist neu. So, okay. Eine lustige Filmfortsetzung zu Titanic. Nachdem Jack aus dem eiskalten Wasser gerettet wurde, stellt sich heraus, dass er in Wirklichkeit ein Zeitreisender aus dem Jahr 2024 ist und nun im Jahr 1912 feststeckt. Rose, die von Jacks Zukunftsgeschichten fasziniert ist, überzeugt ihn, mit ihr in die Zukunft zurückzureisen, um die moderne Welt kennenzulernen. Doch als das Zeitreisegerät versagt, landen sie nicht im Jahr 2024, sondern in einer surrealen Version des 21. Jahrhunderts, in der die Titanic als luxuriöses Kreuzfahrtschiff für Zeitreisende dient. Gemeinsam müssen sie sich nun den Herausforderungen stellen, die diese skurrile Zeitreise mit sich bringt, während sie versuchen, einen Weg zurück in ihre eigene Zeit zu finden. Mit einer Mischung aus Humor, Abenteuer und einer Prise Romantik erleben Jack und Rose die verrückteste Reise ihres Lebens, während sie sich fragen, ob sie jemals wieder nach Hause kommen werden. Check to the sound of the underground. Wer waren das denn mal, Jack und Rose? Na, hallo, die zwei Hauptrollen in Titanic. Jack, der ja in der dritten Klasse unterwegs war und dieses Ticket ja beim Kartenspielen, glaube ich, gewonnen hat im Hafen. Und Rose war halt die gut begüterte Tochter von, oder ach, ich, nee, warte mal, nee, war sie nicht mit ihrem zukünftigen an Bord des Schiffes, wie auch immer, zumindest, glaube ich, erste Klasse Passagierin, und die zwei verknallen sich doch ineinander und haben doch diese, in dieser ikonischen Szene Sex in einem alten Automobil auf dem Ladedeck. Hast du Titanic nie gesehen? Nee, sowas gucke ich nicht. Kennst du mich doch. Scheiße. Alter. Falter. Verwalter, ja. Na, ich fand jetzt die Fortsetzung, also und Jack jedenfalls geht am Ende unter, weil die Titanic, Achtung, ich spoiler jetzt mal, Herr Olli, die Titanic geht tatsächlich unter. Man hätte das Drehbuch natürlich ein bisschen anders verfassen können. Nein, sie brauchten unbedingt das große Drama am Ende. Rose überlebt auf einer im Wasser schwimmenden Tür, auf der auch Jack sicherlich Platz gehabt hätte.
Aber er ist untergegangen. Ja, sie hat ihn einfach gehen lassen. Ja. Gut, selbst wenn er sich auf die Tür hätte retten können, also die Kälte ist die Frage, ob sie das so nass überlebt hätten, alle beide. Mhm. Wurscht, aber das mit diesem Zeitreiseelement, das fand ich doch jetzt einigermaßen klug, muss ich sagen. Also, mich erinnert es so ganz entfernt ein bisschen an eine Netzflicken-Serie, die es vor einer Zeit lang lief. Mhm. 1899. Oh, da sagst du, was habe ich geguckt? 1899, ja. Leck mich am Abend, ist das ein Hirnverzwirbler. Ja. Boah. Aber ich war ein bisschen enttäuscht so über das Ende. Erste Folge. Nee, wie sich es entwickelt hat. Also der Plot, wie man ja auf Neudeutsch sagt. Ja. Anfang dachte ich so, oh, richtig schön, Lovecraft-mäßig, düster, genial. Allein die Szene, wenn. Kannst du dich erinnern, die Szene der Speisesaal, wie alle Gäste gleichzeitig ihre Tassen heben, trinken und gleichzeitig da absetzen? Ja. Da dachte ich schon, oh ja, das geht. Okay, das wurde dann nicht so ganz eingehalten, dieses Versprechen, was es damit auf sich hat. Aber letztendlich. Aber trotzdem, hat mir trotzdem gefallen. Ja. Und wir wollen das Ende nicht spoilern, auch wenn das so ein bisschen ein Ende ist wie bei. Diese Ex Machina, wie spricht man es aus, Geschichte so aus einer griechischen Komödie oder was weiß ich. Wollen wir nicht verraten, aber ich finde, das ist ein Hirnverdreher sondergleichen. Die Cliffhanger am Ende sind auch immer echt geil. Also, ist schon eine echt gute Serie, muss ich sagen. Auch von der schauspielerischen Leistung her. Also, das ist unser Tipp der Woche, Mensch. Würde ich sagen, also kann ich empfehlen. Also wenn man so ein bisschen so diese Lovecraft-Düsterheit mag, ein bisschen, hirnverdrehende Sachen, kann ich es empfehlen. Ist wirklich gut umgesetzt, auch vom Setting her fand ich es absolut. Ja, das stimmt. 1899 auf Netflix aktuell einsehbar. Mhm. Genau, wenn ihr keinen Streaming-Dienst euch leisten könnt, ihr armen Schweine, tut uns leid, aber dann bucht halt mal, gell. Ja, und noch zu Titanic. Das Einzige, was ich mit Titanic, was ich ja wirklich mal aktuell gemacht habe vor einigen Jahren, ich war an dem Hafen, an dem die Titanic ablegt, bevor sie untergegangen ist. Southampton, oder? Nee, in Cough. Cough, ein kleiner Ort in der Nähe von Cork in Irland. Ich dachte, der hätte in Southampton abgelegt. Das hatte nochmal einen Zwischenstopp im Kopf gemacht. Ach so, also das habe ich gerade mal wird geschrieben, K-O-B-H wird, C-O-B-H wird es geschrieben. Es ist Gälisch. Ah. Irisch-Gälisch. Jetzt frage ich mal, ChatGPT. Die Titanic legt am 10. April 1912 von Southampton ab. Sie machte dann Zwischenstopps in Cherbourg. Cherbourg, Frankreich und in Queenstown, heute Cobb, tatsächlich Irland, bevor sie ihre transatlantische Reise, Cobb, Queenstown hieß das damals, also okay. Queenstown, ist ja interessant, das wusste ich jetzt nicht, also Cobb, also wird Cough ausgesprochen. Ja, so wie Husten, du sollst mal coughen. Ja, genau. Coughen. Weil mein Name wird auch Olli Bär, wird es geschrieben in Gälisch. Das B ist wie, wird wie ein V oder ein F ausgesprochen. Ah, okay. Ja, das war ja gleich um die Ecke, wo ich lebte eine Zeit lang. Ja. Stimmt. Plop. Kork, weiß ich noch. Kork verbinde ich immer mit diesem Spielzeug-Autohersteller Corgi. Wer es noch weiß, so aus den 70er, 80er Jahren. Corgi? Ist das nicht ein Hund? Corgi? Ein Hund? Ist nicht ein Hund? Hunderasse? Von der Ach Königin so, von England. Ah ja, es gibt irgend so eine Corgi. Großer Körper, kleine Füßchen, niedlich, lustig aussehen. Stimmt. Nee, ich verbinde das mit Spielzeugautos. Die hatten aber eine sehr recht schlechte Qualität im Vergleich zu Siku und Matchbox. Und ich hatte aber eigentlich auch wirklich nur Siku und Matchbox-Autos überwiegend. Ich hatte keine Hot Wheels. Hattest du Hot Wheels-Autos? Du hattest so Spielzeugdreck sowieso, glaube ich, nicht. Oder Autos. Ich hatte doch. Ich hatte eine ganze Plastiktonne voll mit Spielzeugautos. Nein, aber echt? An die Marken. Also Siku, kann mich daran erinnern. Ja, ja.
Matchbox auch. Und Hot Wheels kann ich nur aus der Werbung. Aus der ja, eben, ich auch nur überwiegend. Ich weiß nicht, ob es die bei uns weniger zu kaufen gab oder ob es mehr so ein amerikanisches Ding war, weil das war ja irgendwie, wurden die immer beworben hier mit diesen Autorennbahnen und genau. Deshalb heißt es Hot Wheels, weil die eben auch besonders schnell sind und das war jetzt für mich nicht ausschlaggebend, dass die irgendwie schnell sind oder so. Da, also mein Bruder, der hat ja tatsächlich so kleine Wettrennen veranstaltet, indem er sich ja vor den Schrank gesetzt hat mit so einem Meter Abstand oder zwei und dann hat er die Autos ja auf den Schrank zufahren lassen, einfach nur um zu messen, welches Auto kommt am weitesten und dann hat er darüber Listen geführt. Gruß an dich geht hier raus. Genau. Ich glaube, das hat er mit einigen Sachen gemacht, die Rollen. Ja, okay. Was ja aber immer irgendwie sehr davon abhängt, wie stark du das, du musst ja quasi jedes Modell oder jedes Objekt, was du in Bewegung versetzt, gleich stark in Bewegung versetzen und auch den gleichen Weg. Also wie du deinen Arm bewegst, ne, das muss ja im Grunde eigentlich immer das Gleiche sein. Der Kraftaufwand muss auch immer das Gleiche sein. Die Geschichte ist also nicht wirklich, taugt nicht nee, wirklich die für... für valide Reliabilität für diese Studie ist nicht gegeben. Nee, ist nicht gegeben, das ist richtig. Deshalb waren es ja bei Hot Wheels diese Autorennbahnen, die man sich dann hat kaufen können und dann hast du sie da eine Rampe runterrollen lassen und ja, genau. Ja, genau. Ach ja. Aber die Firmen gibt es alle noch, gell? Ich habe mal gehört, ich weiß jetzt nicht, wer von beiden, Matchbox oder Hot Wheels, sind ja im Grunde die größten Autohersteller der Welt, weil sie ja schon zig Abermilliarden Automodelle hergestellt haben. Je nachdem, wie man jetzt natürlich Auto definiert. Ich würde sagen, ein richtiges Auto, da sitzt man auch drin und lässt sich von A nach B befördern. Das geht natürlich mit so einem 1:64 Matchbox-Auto ein bisschen schlecht. Ein bisschen, ja. Es sei denn, du klebst vielleicht 300 Stück aneinander, setzt dich drauf und lässt sich den Berg runterrollen. So. Und die müsst ihr irgendwie noch zusammenschweißen vorher oder so. Ja, und damit habe ich eine Idee geboren, Leute. Warum gibt es, für Bobbycars gibt es das ja, warum gibt es also nicht auch Matchbox- oder Hot Wheels-Rennen mit Menschen, die diese Fahrzeuge fahren? Ja, jetzt komme ich. Würde mich nicht wundern, wenn auf die Idee schon jemand gekommen wäre, aber naja. Ja. Ich habe gerade gesehen, du hast ja auch eine Kaffeetasse. Ja. Trotat. Ja. Tatort, also Tatort. Tatort. Als Tatort-Fan. Ich kann es nicht sehen, weil du bist bei mir sehr klein dargestellt. Du hast wieder die kleine Arschloch-Tasche. Tasche, genau, ja, Tasse. Genau. Du trinkst aus der Tasche. Mit kleinen Tassen begnügst du dich nicht. Nee. Ich bin weiter von der Kamera entfernt, weil meine Kamera am Ende des Tisches steht. Ich kann das mal... Endorn. Meine liegt nur locker auf dem Bildschirmrand oben. Meine ist ja eingebaut in meine Maschine. In dein Laptop, ja. Schlepptop darf man nicht sagen, damit outet man sich als Boomer. Ja. Ja. Sind die auch die Handys mit L geschrieben in ihrer Gürteltasche an der Seite tragen und ihr Blauzahn Ohr-Dings immer tragen? Sind das Boomer? Das sind bestimmt auch Boomer. Vor allen Dingen Gürteltasche. Das haben wir 1990 dazu gesagt, als die erstmalig in Mode kamen. Da waren es dann Gürteltaschen. Ich hatte tatsächlich in meinem Leben auch damals zwei Stück. Ja, muss ich gestehen, diese Mode-Sünde. Also so Mobilfunk. Telefon, Gürteltaschen? Nee, einfach so Geldbeutel reinmachen, Packung, Taschentücher, so, Kondome, was weiß ich. Die Engländer sagen die Funny Bags. Aha, die okay. Gemächtstaschen. Die Gemächtstasche. Das ist Funny Bags A geschrieben. Nee, weil die damals Hippen hatten 1990 dann schon Hip Bag dazu gesagt. Hip-Tasche. Hip Bag, ja. Das sagen dann nur die deutschen Hipster, wahrscheinlich die deutschen, weil in England hießen die Funny Bags auch im Englischen. Ja, okay. Gemächtstaschen. Ja, ja. Damit es übers Gemächt hängen kann oder halt über das. Sünde. Mein Schwiegervater das hat die. Äquivalent. Mein Schwiegervater hat die bis zuletzt getragen. Oder trägt sie vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht. Ja, Gürteltasche. Ich frage mich, was hat ein Mann oder gut, das war damals, wie gesagt, eine blöde Modesünde bei mir, aber was hat man als Mann, denn bitteschön mehr bei sich, als dass du es nicht in deinen Hosentaschen unterbrächtest. Ich habe einen scheiß Geldbeutel, der steckt in meiner scheiß Arschtasche.
Schlüssel rechts, Handy links, fertig. Was hast denn du bitte noch bei dir, dass du so eine blöde Tasche brauchst? Naja, Kippen, Feuerzeug, weiß nicht. Naja, zumindest denn heutzutage noch. Kann es einem keiner aus der Arschtasche klauen, seine Portemonnaies? Ja, aber diese Gürteltasche lässt sich ja auch hinten, zack, einmal den Clip betätigen und dann bist du aber ganz schnell weggerannt damit. Das geht genauso easy. Ja, und dann hast du quasi mit einem Griff hast du quasi ja alles. Du hast den Schlüssel und Handy und Geldbeutel, ne? Praktisch. Und Taschentücher. Mhm. Darf man nicht unterschätzen. Also ich muss sagen, ich habe auch immer meine Tasche dabei. Also ich... Tatsächlich. Ja, Portemonnaie, Schlüssel, Telefon, dann mal noch hier meine Einkaufstasche, dass ich, wenn ich mal spontan einkaufen gehe, dass ich keine Plastilintüte kaufen muss, sondern dass ich halt immer meine schöne hier und ja, sowas ist halt immer dabei. Ja, so rum. Spontan. Dann meine Kopfhörer, die ich hier in Berlin dringend brauche, meine Geräuschvernichtungskopfhörer. Ja, da passen meine AirPods ja in die Hosentasche zum Handy, aber natürlich, wenn ich dann in Öffis vielleicht mich wirklich ganz abkapseln will und auch meine großen mitnehme, dann trage ich die schlicht um den Hals einfach. Ja, im Winter ein bisschen doof, weil da Jacke, Schal habe ich dann so, ja, nee, also nee, ich brauche... Du brauchst die Tasche. Ja, genau, und da habe ich mir jetzt auch letztens die erste von dieser Firma habe ich mir vor 25 Jahren das erste Mal gekauft, vor 25, 30 Jahren. Und die gibt es immer noch. Und da habe ich mir jetzt so meine vierte, fünfte Tasche von denen jetzt statt, also ich wollte eine neue Tasche. Und dann Freitag dachte ich erst, da hatte ich, die stinken übelst nach Chemie. Ist normal. Ja, was für eine Marke, verrate es hier. Wir werden nicht bezahlt, das ist unbezahlte Werbung, aber hau raus. Was? Airbag Craftworks. Ist eigentlich, ursprünglich waren das, haben die DJ-Taschen hergestellt, so Plattentaschen, DJ-Taschen, aber haben dann auch, meine erste war wahrscheinlich die DJ-Tasche gewesen, die mir gebraucht gekauft. Ja. Damals in Stuttgart noch im alten Radio Barthaus, also daneben. Oh, der Radio Barthaus so, in Stuttgart. Genau, da war daneben so ein kleiner Second-Hand-Laden und da habe ich mir die gekauft für 20 Mark, glaube ich, oder 15 Mark. Genau, und da habe ich mir jetzt wieder eine geholt und ja, die stinken nicht und naja, du kennst die doch, oder? Airbags, das sind so Plastik, also auch die sind aus Gummiboot oder aus diesem Boat Rubber gemacht oder aus Segeltüchern und haben dann so einen Klettverschluss. Eine Umhängetasche. Umhängetasche, genau. Da verschwindet er aus dem Raum. Ich kann nicht viel sehen, weil der Hintergrund hier, ach, da ist er wieder. Mhm. Genau. Und dafür bezeichnend sind dann diese, wie heißt die Dinger, mit denen man sich angurtet? Genau, Sicherheitsgurt. Ach so, als Trageding. Mhm. Ja. Ich sehe leider nichts. Die Tasche wird weggeblurrt. Ah. Genau, naja, gut, okay, eine klassische Umhängetasche halt mit so einem großen Lappen als Deckel, den man rüberklappt und mit Klettverschluss dann zugemacht wird. Die gibt es von verschiedenen Marken. Ich habe auch so eine. Meine ist aus alten Feuerwehrschläuchen gemacht, also aus diesem Textilen. Ja. Und aber hat auch Airbag, so ein Gurt als Umhang, als Trage. Riemen, ja, genau. Aber Airbag waren, glaube ich, so die ersten, die damit angefangen hatten vor gut 30 Jahren. Okay. Das ist auch irgendwo in Deutschland, in einem kleinen Örtchen sitzen die, sind immer noch dort. Und sowas mache ich natürlich auch. Also eine kleine so lokale Firma sozusagen und zu fairen Preisen. Also Freitag kostet das Doppelte, was die verlangen hier. Und dann war ich in dem Laden hier in Berlin. Dann sagt er, gehe ich hin, sag ich mal, die Tasche stinkt übelst nach Chemie. Ja, das ist normal. Das vergeht nach ein paar Monaten. Ich rieche das gar nicht mehr. Im Gegenteil, ich habe zu Hause meine Bude voller Freitagtaschen und ich liebe den Geruch. Ich so, okay. Okay. Viel am irgendwas geschnüffelt, keine Ja. Genau. Und die habe ich halt auch, da passt halt alles so rein, so Kleinigkeiten. Ja, das stimmt. Ich finde die aber tatsächlich, wenn du öfters reingreifen musst, finde ich die unpraktisch, weil immer wenn du dann den Deckel hochklappst, dann ist der erstmal im Weg, wenn du reingreifen willst. Du musst den also so unterm Arm irgendwie festklemmen, halten, damit du dann schön in aller Ruhe in der Tasche rumwühlen und suchen kannst. Das stimmt, muss man sich dran gewöhnen. Ja. Und auch
Das, der Innenraum ist komplett schwarz, das heißt, du siehst drin gar nichts. Genau, ja, das ist immer sehr logisch. Man kommt also auf die Idee, das mal innen weiß auszukleiden. Gibt es auch. Ich meine, das Modell war halt innen schwarz, es gibt aber ein bisschen innen farbig. Ja, ja. Okay. Also die haben wirklich eine riesengroße Kollektion, die auch immer sich irgendwie. Es sind auch vieles, es ist natürlich alles, meistens sind es halt auch Einzelmodelle, weil die gehen natürlich irgendein Stück Stoff, was auch immer, und schneiden daraus dann diese Tasche. Ja, na klar. Das ist, jede Tasche. Ich habe mir schon überlegt, eine kleine akkubetriebene Lampe da reinzumachen. Ich wollte es gerade sagen, wieso hat noch keiner für die Damen eine Handtasche entwickelt mit einer kleinen LED? Ja. Genau, weil das ist ja wohl das Standardproblem bei einem Damenhandtasch. Die sagen, du hast dann Sachen drin und wenn da nicht irgendwie kleine Fächlein sind, wo man alles schön reinsortieren kann, liegt halt alles zack drin. Dann wühlen die erstmal darin rum, wo ist mein Telefon, wo ist mein Schlüssel. Genau. Und dafür wäre natürlich schlecht so eine kleine Innenbeleuchtung. Richtig. Gibt es sowas vielleicht? Frag mal ChatGPT. Gibt es eine Damentasche mit Innenbeleuchtung? Gibt es Hand. Na. Mit Innenbeleuchtung. Mich würde es wundern, wenn nicht, ehrlich gesagt. Ja, es gibt Handtaschen mit Innenbeleuchtung. Diese Art von Handtaschen ist besonders praktisch, da die Beleuchtung, LED-Lichter eingebaut, diese werden oft durch einen Schalter oder Druckknopf an der Tasche aktiviert. Solche Taschen sind besonders beliebt für Veranstaltungen am Abend oder in Situationen, in denen Von welchem Hersteller? Es gibt mehrere Hersteller. Aha. Dagny Dover, wie auch immer. Glamour Puss NYC. Lumina Handbags. Die heißen schon so. Diese Marke ist spezialisiert auf Handtaschen mit integrierter Beleuchtung. So, jetzt haben wir auch noch unbezahlte Werbung gemacht. Hervorragend. Tja, damit machen wir also kein Geld mehr. Das gibt's schon. Ich hätte es mir denken können, dass es das schon gibt. Ich meine, das ist ja ein tägliches Problem vieler Leute. Von daher kann man sich auch ein bisschen selber basteln. Also ich überlege, gibt es diese kleinen akkubetriebenen Leuchten, die man dann mit Klettverschluss irgendwo ranmachen kann. Und sobald da Bewegungssensor, bla, dann nimmt wahrscheinlich zu viel Platz weg. Egal. Ich habe das Problem. Mein Cousin im Übrigen, ich weiß gar nicht, ob er meinen Podcast hört. Wenn ja, sei gegrüßt an dieser Stelle. Der macht Handtaschen selber. Und zwar richtig professionell. Also er besorgt sich wirklich Leder am laufenden Meter und andere Textilien. Und er hat das richtige Werkzeug dafür und macht es in seiner Freizeit als Hobby nebenher und vernäht die auch richtig und hat auch immer wieder auf Insta irgendwelche Stories und Beiträge, wo er das dann zeigt, die Herstellung und das fertige Produkt. Und ich muss dir sagen, also die unterscheiden sich nicht von irgendwelchen Designer-Handtaschen. Also das sind wirklich ganz schmucke, tolle, sehr wertige Geschichten. Geil. Ja, gut. Handtaschen, und er verkloppt die natürlich auch, weil für sich selber macht das natürlich nicht, um sie dann... Ja, klar. Aber das macht er so nebenbei, oder? So. Ja, das macht er nebenbei. Das Hobby. Genau. Als Schneider-Popeiler Geld verdienen ist... Ja, schwierig. Aber mal was anderes. Ich habe hier einen Gruß aus der Küche. Ob du es glaubst oder nicht. Gruß aus der Küche. Ich habe gestern gekocht. Und zwar schrecklich. Käsespätzle. Hanoe. Aus Zeitgründen habe ich Fertigspätzle genommen. Also mir sind da zwei Fehler unterlaufen. Zum einen habe ich sie zu kurz gekocht. Wann habe ich zuletzt mal Spätzle gekocht, fertige? Wenn ich Essen selber mache... Fragen. So getrocknete oder so frisch aus dem Kühlregal? Nein, leider getrocknete. Okay, ja gut. Die habe ich nur 10 Minuten oder 11 Minuten gekocht. Die hätten länger sollen. Dadurch sind die also etwas fest geworden.
Wer lesen ist, kann, ist im Vorteil. Ja, ich dachte mir, Mensch, ja, keine Ahnung. Ich bin da irgendwie von der Spaghetti-Kochzeit ausgegangen, von 10 Minuten irgendwie dämlich. Das war das eine. Zum anderen bot es sich nicht gerade eine gute Auswahl an Käse an. Wie gesagt, die Idee war aus der Not heraus geboren. Den angeblich noch vorhandenen Raclette-Käse, der hatte sich im Kühlschrank sehr gut versteckt. Das heißt, ich habe auf anderes zurückgegriffen. Das eine war ein geriebener Käse, glaube Emmentaler. Geht ja noch, ist ja okay, auch wenn jetzt vielleicht nicht das aromatischste. Und dann habe ich noch 4 so Scheiblettenkäsescheiben rangehauen. Genau, alles wunderbar, schön verrührt, die Geschichte gewürzt. Aue. Ja, ich habe anders wie meine Frau keine Sahne rangemacht, um das Ganze etwas saftiger zu gestalten, sondern, naja, das war es halt, Spätzle mit diesem bisschen Käse. Natürlich noch gewürzt, die ganze Geschichte. Du kannst den Scheiß ja würzen ohne Ende. Also, ach, da kommt auf dem Teller hinterher, denkst du, wo ist das Gewürz hin? Ja. Mir hat es nicht sonderlich getaugt. Meine Damen haben es tatsächlich doch gegessen. Und dann habe ich mir noch erlaubt, am Tisch, so sieht so ein Batzen aus. Mhm. Und dann habe ich mir noch erlaubt, bei Tisch noch ein bisschen, weil es mir zu trocken war, so Sour Cream Soße aus der Flasche drüber zu kippen. Der Schwabe hat jetzt hoffentlich weggehört. Jetzt koste ich mal den Rest von gestern hier. Also es ist ja eher eine Drohung aus der Küche und kein Gruß aus der Küche. Ja. Aber es ist ein weicher wie gestern. Muss ich sagen. Oh, klar, ja. Diese Sour Cream hat die ein bisschen durchzogen. Ne? Also. Aber so. Ich meine, ja gut. Aber Spätzle aus der Packung, trocken, ja. Dann Emmentaler, okay, kann man machen, aber Scheiblettenkäse ist eigentlich so, ja, dass der überhaupt noch verkauft werden darf, frage ich mich manchmal schon ein bisschen. Ich meine, ich habe auch mal gegessen, weil Kindheitserinnerungen und so, aber ja. Ist eigentlich nichts Natürliches. Ich sag mal, er taugt gut, wenn du dir so eine Käse, Lauch, Hackfleisch Suppe machst. Ja, weil da löst du ja, für eine Suppe eben den Käse schon auf. Und damit das schön cremig ist, schön sämig ist und dir da keine Käsebröckelchen drin rumschwimmen oder so, dann nimmst du irgend so einen Schmelzkäse-Scheißdreck her. Das ist richtig. Ich meine, der ist ja dafür gemacht. Also ich finde mal, dieses Rezept verlangt ja tatsächlich diesen Schmelzkäse. Typische Silvester-Rezept, um eine gute Basis für den Alkohol zu schaffen. Echt? Ach was. Okay, wir racletten da immer. Gut, da ist auch natürlich tonnenweise Käse drauf und schmiert erstmal die Magen schön ein, damit du länger saufen kannst. Ja. Aber damit schiebt man das Problem ja eigentlich nur nach hinten. Geil. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Lauchsuppe. Die ist schon lecker, ja. Das essen wir schon ganz gern. Das ist eine der wenigen Suppen, die unsere Tochter auch isst. Ja. Ansonsten, ja gut, Moment, Kürbissuppe. Und dann war es das. Ja. Ist auch lecker, Kürbissuppe, kann man nichts sagen. Ja, ein, zwei Mal im Jahr reicht mir es zur Kürbissaison, weil ich finde, Suppe ist einfach immens unbefriedigend als Essen. Also die Käse, Lauch, Hackfleisch nicht, da ist ja Fleisch drin und ein bisschen Gemüse, ein bisschen Kartoffeln, Gedöns. Okay, es ist auch so reine Suppe, so mit Brühe, ja, aber dann irgendwas Leckereien drin sind, zum Beispiel der Geiß oder Marsch. Das ist ja ein Eintopf, Herr Olli. Richtig, aber auch auf der Basis einer Suppe. Das ist richtig. Genau. Ja, das sage ich auch nicht nein bei einem schönen Geißburger Marsch, aber das kannst du mit unserer Tochter auch nicht machen. Aber Kartoffelsuppe, Kürbissuppe ist ja so viel einfach Kohlenhydrate und Stärke und auch Substanz drin, das ist ja eigentlich schon fast keine Suppe mehr. Suppe ist für mich immer nur so eine Brühe, so ein Süppchen. Ja, bei Kartoffelsuppe gebe ich dir auch recht, weil das sind ja dann, also zumindest bei uns, eben auch häufig nach Wienerle reingeschnitten. Genau, da hast du ja aber eine reine Kürbissuppe, einfach so, für mich ist es eine kleine Vorspeise, verstehst, weil da ist nichts weiter drin, das ist halt wirklich was Sämiges zwar, aber da ist sonst nichts Stückiges, irgendwie nichts, wo du drauf rumkaust, das ist unbefriedigend, finde ich. Ist halt auch was leicht Verdauliches halt, also das ist wirklich gut, wenn man sagt, ich will was Leichtes haben, was mein Verdauungssystem nicht unnötig jetzt belastet, von daher, ja. Da ist natürlich nicht so substanziell, wie jetzt irgendwie ein Schweinsbraten mit Knädel. So. Ne?
Richtig. Aber natürlich auch die Belastung deines Verdauungssystems deutlich höher. Ja, das soll sich mal anstrengen. Darauf nehme ich doch keine Wompa, Rücksicht. Wompa. Hallo. Also. Ja, Olli, wir hatten gesagt, doppelte Packung ChatGPT. Lustige Filmfortsetzungen, die die Welt nicht braucht. Schreib eine lustige Fortsetzung für den Film. Vorschlag. Kommt nichts von dir. Also, für ich da einen Vorschlag im Film. Ja. Wizards Was? Wizards? oder wie die Welt in 4 Millionen Jahren aussieht. Es In kennt den wahrscheinlich keiner. eben, deshalb können wir es nicht Es ist nehmen. kennt schon. Es ist ein. Lass mal chat, mal gucken, ob das ChatGPT kennt. Wizard wie der Zauberer, oder was? Genau. Es ist ein Animationsfilm aus den 70er Jahren von Ralph Bakshi. Aha. Ja, und der hat auch den ersten Herr der Ringe, die erste Herr der Ringe-Verfilmung hat er An gezeichnet und der verfilmt. dann gescheitert war oder wo es dann nie wieder einen anderen Film gegeben hat. Genau, was eigentlich schade war, weil mir hat er sehr gut gefallen, auch wenn das Ende so, ja, was kommt jetzt, na, weil er gut weitergeht. Die Welt in 10 Millionen Jahren heißt auf Deutsch, auf Englisch Wizards. Na, dann schauen wir mal, ob du das wiedererkennst. Ich habe hier nämlich Antworten. So, nachdem der Zauberer seinen Zauberstab verloren hat, findet er heraus, dass er in Wirklichkeit ein magisches Smartphone besitzt, das ihm erstaunliche Zauberkräfte verleiht. Doch das Smartphone hat einen eigenen Willen und spielt dem Zauberer ständig Streiche, indem es unerwartete Zaubertricks ausführt, die ihn in komische Situationen bringen. Als das Smartphone beginnt, selbstständig zu agieren und eine rebellische Persönlichkeit entwickelt, muss der Zauberer einen Weg finden, es zu bändigen, bevor es außer Kontrolle gerät. Auf ihrer abenteuerlichen Reise durch die magische Welt treffen sie auf skurrile Gestalten wie sprechende Tiere und eigenwillige Hexen, die dem Zauberer helfen oder ihn noch mehr Schwierigkeiten bringen. Letztendlich lernt der Zauberer, dass die wahren Kräfte der Magie in Freundschaft und Zusammenhalt liegen, während er sich bemüht, das wilde Smartphone zu zähmen und gleichzeitig die Welt vor unvorhersehbaren magischen Missgeschicken zu bewahren. Klingt jetzt nicht so, als hätte ChatGPT da auf Anhieb gewusst, um was für einen Film es dabei geht. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich lese mal kurz die Beschreibung vor, eine Ja. Kurzbeschreibung vom Film. Die Welt in 10 Millionen Jahren. Nur eine Handvoll Menschen überlebten den nuklearen Holocaust und die Erde ist bevölkert von Mutanten, Feen, Elfen und Zwergen. Zwei Zauberwesen haben das Land unter sich aufgeteilt. Der gute Zauberer Avatar aus Montagar und Black Wolf, der das Land Scorch beherrscht und der mit der Macht der Technologie Tod und Zerstörung über die Erde bringen will. Um die Welt zu retten, muss sich Avatar und seine Gefährten, die Fee Eleonor, der Roboter Frieden und der Elb Weehawk, in das düstere Terrorreich Scorch begeben und versuchen, Black Wolfs Pläne zu durchkreuzen. Also ist eigentlich ein Fantasy-Märchen, spielt in einer postapokalyptischen Welt. Ich glaube, dann hat ChatGPT das nicht so wirklich verstanden. Sonst wäre da irgendwas mit Postapokalypse vielleicht noch drin vorgekommen, als Referenz Genau. oder so. Ja, ist natürlich ein heutzutage nicht so bekannter Film. Ist auch, Ja. also gerade die Leute natürlich für Animationsfans wahrscheinlich, die kennen da der ein oder andere dieser Typen. Ich kannte ihn halt nur durch Herr der Ringe, durch den ersten Film, den ich in meiner Kindheit das erste Mal sah. Genau. Und es spricht dort mit als Sprecher Mark Hamill. Für alle, die es jetzt nicht wissen, sag schon Luke Skywalker aus Star Wars. Genau, Ja. Mark Hamill. Sehr Der war schon schön. immer schon ein bisschen, hat Dinge getan, die normale Schauspieler nicht machen. Oder, ich meine, ich war der erste, glaube ich, Darsteller in einem Computerspiel, hat er mitgemacht. Ach so, okay. Als, ja, hat, also als war das erste Spiel, wo auch dann so Realschauspieler so ein So bisschen mit Mitte reingewurstet der hat. 90er, Anfang der 95, 90er war so das. früh Ich glaube, sogar schon. Mitte der 90er war das. Herr Wing Ja. Commander. Sagt mir noch was, ja.
Also das erste Computerspiel mit Realszenen, was mir noch in Erinnerung bleibt, wo ich schöne Erinnerung dran habe, ist Phantasmagoria. Und das habe ich ja tatsächlich auch durchgespielt damals am PC. War sehr schön, so mit Zwischensequenzen, mit Schauspielern und so. Das war toll. Da hast du natürlich dann, hieß es dann irgendwann, jetzt bitte Diskette Nummer 438 einlegen. Nach 2 Minuten Diskette 400, ja, genau. Ja. Ja, für diese Spiele gibt es ja bestimmte, ich glaube, gibt es Bezeichnungen, wie die heißen. Es sind so diese Virtual, also es sind eigentlich wie echte Filme, ja, die genau, du kannst dann halt interagieren. Genau. Da gibt es einen Begriff dafür. Da gibt es immer wieder mal welche auf Dampf und so. Sind manchmal ganz interessant und vor allem, ich finde, die sind mega aufwendig. Ja. Das stimmt. Aber ja. Du sinkst irgendwie immer tiefer in deinem Sitz. Du bist mir jetzt echt abgeschnitten unten. Jetzt lümmel hier nicht so rum, sondern setz dich mal gescheit hin. Wir nehmen hier einen Podcast auf. So, jetzt bist du oben ziemlich abgeschnitten. So, jetzt. Oh, wobei unseren... Dem kann man es nicht recht machen. Unseren Podsäulen unter den Kopfhörern dürfte das recht wurscht sein, gell? Aber in diesem Stil hatte ich auch mal ein Star Trek-Spiel gespielt, was thematisch... bei der Serie Voyager angesiedelt war, wo auch Q aufs Schiff kommt und so. Da musste man dann auch immer so knifflige Situationen lösen, weiß nicht mehr, wie es hieß. Im Anschluss hatte ich mal Star Trek Armada, glaube ich, hieß das. Was und, so ein Taktik, so ein bisschen Shooter-mäßig. Ja, ne? Genau. Das war mir dann allerdings schon von der Steuerung dann schon wieder ein bisschen zu komplex. Ich bin keiner, der Spiele gern mag, wo du mehr wie 2 Tasten bedienen musst. Dann hört es mir schon auf. Erst recht irgendwie unter Zeitdruck. Ich mochte auch früher diese Kampfspiele nicht. Ne? Zweierkampfspiele, wo du gegeneinander antrittst. Was ich dann gemacht habe, ist auf dem Controller wild irgendwie was herumgedrückt in der Hoffnung, ich erwische Zufall. Eine geniale Kombination gerade, mit dem ich meinen Gegner ausnocke. Also vollkommen sinnlos für mich. Genau, genau. Die mochte ich auch nie. So man diese Kombo drücken muss, Knopf oben, rund, rechts, links, A, B, C, X, Y. Und dann macht es Klops. Und dann mit dem großen C vielleicht auch noch zufällig. Ja, aber genauso die Fußballspiele mochte ich auch nie. Fußballspiele. Weil ich das nie fertig gebracht habe. Also wenn das Spiele waren, wo dir der Ball nicht am Fuß klebte, automatisch, dann habe ich mir einfach wahnsinnig schwer getan. Genau. Und dann diese schnelle Ballabgabe, dann musst du sofort umdenken. Mhm. Oh, jetzt bin ich der Spieler und jetzt habe ich hier den Ball. Oh nein, nö. Ja, ich mochte auch nur die Fußballspiele, wo dann der Ball am Fuß klebt. Die waren wenigstens einfacher zu spielen. Genau. Wo ich dann rumtänzeln muss, dass er ja nicht wegfliegt, der Ball, oder wegrollt, das mochte ich auch nicht. Ja. Genau. Ja, aber es ist schon so lange her, dass ich gespielt habe. Beim Kickoff und Microprose-Soccer, glaube ich, auf meinem Amiga. Aber mein All-Time-Favorite unter allen Spielen, wobei da gibt es 2, das ist SimCity. Mhm. Dieses klassische Städtebauspiel, fantastisch. Das haben wir noch gespielt, als es auf dem, was war es, C64 schon gab? Oder war das dann schon Amiga 500? Gab es auch, ich sag auch Amiga war das dann. Ja, also es gab Amiga 500, ich weiß, da waren die Autos auf den Straßen einfach kleine schwarze Punkte, die sie dann in stark befahrenen Kreuzungen geballt haben. Ja, ach, sagenhaft, toll. Ja gut, SimCity ist natürlich leider gestorben. Mit dem letzten Teil haben sie es wirklich ins Grab geschaufelt. Da kam halt aber ein Nachfolger aus Finnland, der das dann wirklich das Erbe wirklich gut umgesetzt weiterführt. Ja, ich habe lustigerweise heute beim Kacken auf dem Klo durch Insta gescrollt und Werbung für SimCity fürs Handy gesehen. Und das hat von dem, was ich gesehen habe, einen guten Eindruck gemacht, muss ich sagen. Aber das fitzelige Spielen auf dem Handy, auf so einem Display, bei so einem großen, ich sag mal, das musst du auf einem großen Bildschirm spielen. Ja. Das ist dann ein bisschen witzlos. Also wie gesagt, City Skylines kann ich jedem SimCity-Freund empfehlen, der mit SimCity, glaube ich, 5 war das letzte, was eigentlich dann echt crappy war, kann ich jedem empfehlen. Da redest du jetzt aber von einem Brettspiel. Nein, von einem Computer. City Skylines ist ein SimCity-Nachfolger aus Finnland, von einem finnischen offenen Mund. Ja. Das gibt's ja nicht. Und dann ist es eine, jetzt frage ich mich, was zuerst da war. Ich habe ein Brettspiel, das heißt Cities Skylines und ist gleich SimCity angelegt von der Art.
Du hast auch so Plättchen, entweder Gewerbe, Industrie oder Wohngebiet, mhm, und du hast so eine Fläche als Spielbrett quasi, und die musst du dann sinnvoll, musst du da Stadt aufbauen, Gewerbe, Industrie, gewisse Regeln einhalten, und ach was, dann ist es vermutlich eine Verbrettspielung eines Computerspiels. Das wusste ich auch nicht. Cities Skylines. Das wäre dann quasi noch ein Tipp der Woche hier. Wir ballern hier Sachen raus in dieser Ausgabe. Dann versteht das als weiteren Tipp der Woche hier. Cities Skyline als Brettspiel. Fantastisch. Bietet einen leichten Einstieg. Ist dann ausbaufähig. Also das ist schon alles im Spiel dabei. Diese Ausbaustufen quasi. Wie man das dann immer komplexer spielen kann. Fantastisches Spiel. Und du recherchierst gerade. Was ja, 2019 kam das Brettspiel raus. Mhm. Okay, von einem, vermute ich mal, Norweger oder Schweden, eher Norweger. Also vielleicht haben die auch, ich vermute mal, die werden kooperiert haben mit den Finnen. Bestimmt, ja. Und wann kam das Spiel raus? Das kam, glaube ich, vorher raus. Mhm. Das kam, meine ich, schon, es gibt schon Ewigkeiten. Ja, genau. 15 kam City Skylines raus und das Brettspiel 19. Also ist es dann ein Dreh raus von dem Computerspiel. Irre. Eine Verbrettspielung eines Computerspiels, was genau. Ja so selten auch nicht mehr ist. Dorfromantik hatte ja, glaube ich, war ja Spiel des Jahres 2023, was ja aber eher ein Handyspiel war als Computerspiel, oder war das auch ein Computerspiel? Ich weiß es nicht. Das war Computer. Ich kenne es nur als Computerspiel. Ah, okay. Gibt es auch immer öfter eben, gell? Ja, was ich genau, auch mag, das sind Filmverspielungen, Verbrettspielungen. Mag ich auch sehr gern. Aha. Tatort zum Beispiel. Bitte was? Vielleicht Tatort, das Tatort, das Brettspiel. Oder Lindenstraße. Lindenstraße, ja. Die Monopoly-Version. Da gibt es nur eine Straße, nämlich die Lindenstraße. Wer die hat, der hat dann das Spiel schon gewonnen. Monopoly, das Kapitalismus-Spiel schlechthin. Nee, aber es gibt tatsächlich ein Tatort-Spiel. Also ich weiß nicht, wie viele es wirklich gibt, aber wir haben halt eins, das ist aufgebaut wie Stadt, Land, Fluss. Nur eben Tatort, Täter, dann die Art, wie derjenige zu Tode gekommen ist, und ja, ist ganz witzig. Kannst du 2-3 Mal spielen. Ist was für Fans. Aber ansonsten, Verbrettspielungen gibt es von allem Möglichen. Es gibt ein Jurassic Park-Spiel, es gibt ein Resident Evil-Spiel, es gibt Ghostbusters-Spiele. Zurück in die Zukunft-Spiele habe ich, glaube ich, sogar 4 oder 5 Stück. Also damit meine ich auch nicht wirklich irgendwelche Spiele, die es schon gab, wo denn das Thema dann übergestülpt wurde, wie bei den tausenden Monopoly-Geschichten, die es ja auch zu jedem Thema gibt. Gibt ja auch Metallica, Monopoly und was weiß ich. Sondern ich meine wirklich, dass diese Spiele den Film abbilden halt, gell. Okay. Ich bin ja nicht so der Brettspieler, aber früher natürlich mehr Rollenspiele, so Pen and Paper sozusagen. Pen and Paper, aber mir hat letztens jemand ein Pen-and-Paper-Rollen-Brettspiel empfohlen. Das war aus einer Berliner Schmiede tatsächlich. Das spielt in einer auch postapokalyptischen, brutalen Welt, so Mad Max-mäßig ein bisschen. Mhm. Und das kann man sich kostenlos alles runterladen, selber ausdrucken, kann sich auch kaufen. Mhm. Und naja, aber es ist halt eher Pen-and-Paper-Rollenspiel, weniger Brettspiel. Das heißt, man muss Zeit investieren, vorbereiten, Leute finden. Schwierig heutzutage. Weil früher war das immer alles einfach. Du hast Leute gehabt, ey, lass uns treffen. Jo, alles klar, zack, treffen wir uns. Und es war nie ein Problem. Ja. Heute, wenn ich meinen Kalender anschaue, denke ich so, ey, dann treffen wir uns im März, April, habe ich wieder was frei. Ja, es ist ja schon schwierig mit uns beiden, dass nur wir zwei zusammen einen Termin finden, um Podcast aufzunehmen. Ja, liegt es am Alter oder an der Zeit? Ich weiß es nicht. Also gut, ich muss auch sagen, ich brauche mehr Zeit für mich selber immer mal wieder. Das habe ich früher nicht so gebraucht. Ja. Das kommt auch noch dazu. Ja, ich mache halt haufenweise. Also wenn ich mir überlege, was ich damals Sinnloses gemacht habe oder eben auch nicht gemacht habe, und was ich heute alles mache, also Filmerei, Schreiberei, Podcasterei, was mache ich noch alles, Spiele erfinden,
Dann habe ich natürlich auch noch Hobbys. Also das waren jetzt im Grunde keine Hobbys, die ich aufgezählt habe. Dann habe ich eben auch noch Hobbys, die ich ganz gerne mache. Und dann habe ich nebenbei auch noch Familie und Freunde treffen und zu Spieleabenden oder irgendwelche Ausflüge, Tagesausflüge. Das Wandern haben wir für uns entdeckt seit einem Jahr. Du, der Tag hat zu wenig Stunden für mich. Gell? Ja, ja. Es ist schon, ja, ich habe das eine oder andere schon aufgegeben. Also Drehbücher schreibe ich eigentlich nicht mehr. Filmen möchte ich nur noch ein Musikvideo im großen Stil. Dann mache ich alles bloß noch mit Stock-Footage-Material so ein bisschen, ein, zwei Mal im Jahr. Das reicht mir. Die Kerndinge bleiben das Schreiben, das Podcasten und wahrscheinlich auch das Spiele erfinden. Muss man sehen, ja. Kommt auch immer auf den Erfolg drauf an, geil. Wenn ich merke irgendwie, naja. Das fruchtet halt nicht, dann fragt man sich natürlich auch, muss man das dann ein Leben lang machen? Geil. Das ist richtig, genau. Ja. Aber man hat es versucht und hat Spaß daran gehabt. Ja. Das ist ja auch was wert. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zur letzten Kategorie für diese Folge. Das ist nämlich das verrückte Lexikon. Das verrückte Lexikon. Herr Olli, was ist das Ehegattensplitting? Ja, da werden Ehegatten geteilt. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was es ist, in Ehrlichkeit. Irgendwas Steuerliches halt, bei Finanzamt. Ach so, okay. Bla, bla. Ah, okay. Glaubt. Gütertrennung vielleicht oder sowas. Nee, das hat irgendwie, glaube ich, was mit den Steuerklassen zu tun. Und so genau könnte das, glaube ich, vermutlich keiner erklären, außer einem Finanzberater. Nee, aber deine erste Vermutung stimmt ja tatsächlich. Das heißt, wenn also mal ein Ehemann stirbt und es gibt mehrere Angehörige, die sagen, auf dem Friedhof soll er nicht liegen, ich möchte ihn gern näher bei mir liegen haben, nein, der wird hier, bla bla, dann wird der Ehemann zerteilt und kann dann eben auf verschiedenen Friedhöfen bestattet werden. Genau, wird äußerst selten angewandt, deshalb siehst du auch selten mehrere Gräber ein und derselben Person, aber haltet mal eure Augen offen, vergleicht mal die Gräber auf den Friedhöfen und vielleicht werdet ihr dann feststellen, Moment, der liegt doch eigentlich bei uns im Ort. Ja, nee, das war dann ja quasi, also da kam das Ehegattensplitting zum Einsatz und du hast dich nicht verguckt, ja. Aber ich fände es an sich gar, mal im Ernst, keine blöde Idee. Ich meine, kremiert die Leiche. Ja. Sagt man kremieren ja, dazu? Ja, kann man sagen. Ja, okay. Dann nehme ich einfach mehrere Urnendöschen und verteile die an verschiedene Angehörige. Dann können sie sich auf ihrem Friedhof ein Stück des geliebten Verstorbenen dort begraben und besuchen. Wenn man unbedingt natürlich einen physischen Ort der Trauer benötigt. Ja. Ja, ist an sich eine nette Idee, dieses Ehegattensplitting. Mhm. Herr Olli, was ist Analogkäse? Das Gegenteil von Digitalkäse. Mhm. Bin ich gut heute, oder? Exakt. Der Digitalkäse hingegen, der ist vom Aussterben bedroht, weil es kaum noch Geräte gibt, die ihn lesen können. Denn wer hat denn heutzutage noch einen CD-Player oder ein Laufwerk für seinen Rechner? Du hast damals natürlich so eine Scheibe Digitalkäse einlegen können und Sachen drauf speichern können. Aber wie gesagt, ne, Flash-Speicher und was weiß ich, Wolken, denn du alle speicherst, die haben natürlich den Digitalkäse relativ überflüssig gemacht, sodass also es eigentlich nur noch Analogkäse auf der Welt gibt. Das ist eigentlich schade. Ich mochte den Digitalkäse, konnte sehr viel drauf speichern. Problem war bloß, wenn du natürlich eine Katze hast, die Käse mag, dann war der Speicher unter Umständen mal in einem unbeobachteten Moment weg. Oder wer Hunde hat, der kannte das Problem sicherlich auch. Genau. Und was ist C-Fix-Schleim? C-Fix-Schleim hört sich an wie irgendeine Klebematte zum Tapezieren, aber ich weiß es nicht. C-Fix ist doch. Ich habe es falsch, Zerfix, ne? Ich muss natürlich, für dich muss ich natürlich sagen, Zerbix-Schleim, Entschuldigung. Ach so, Zerbix-Schleim, ja genau, man kann es anders aussprechen. Bayerischer Fluch. Schleim. Ja, das ist, also Zervix-Schleim ist eigentlich das, was ja quasi die Zervix absondert.
Aber der Zifix-Schleim ist ja tatsächlich, wenn man im Bayerischen zu viel flucht, dann bildet sich in den Mundwinkeln des Fluchenden eben der sogenannte Zifix-Schleim. Ja. Also ich hab es sofort verstanden. Also heute bin ich wirklich auf Feuer. Also heute bist du richtig gut, aber das nächste wird richtig schwer. Was versteht man unter Verballhornung? Ja, veräppeln. Veräppelung. Ja, ja, das denkt man im Allgemeinen, aber tatsächlich gab es dieses Phänomen bei Lederfußbällen früher, denn Leder ist ein organisches Material und was man nicht wusste, es lebt noch so ein bisschen weiter. Hast du also einen ledernen Ball über einen immens langen Zeitraum gespielt und richtig hart gespielt, dann hat sich dieser ein bisschen verhornt, er hat Hornhaut bekommen. Das war die sogenannte Verballhornung. Ja. Deshalb stieg man irgendwann auf Plastik um, gell? Weil so ein Ball ist dann irgendwann nicht mehr spielbar. Ne? Aber hat es auch nicht was zu tun mit, ich muss da an was anderes denken, das endet wie das Hornberger Schießen. Das Hornberger Schießen. Genau. So, na, Verballhornung. Da frage ich mal ChatGPT. Was ist ich weiß, das? Eigentlich müsste man unsere Frau Kopp fragen, möge sie in Frieden ruhen. Kopp, ja. Die hat doch immer, das endet wie das Hornberger Schießen. Mhm. Und das natürlich gern die andere Version ist das Hornberger Scheißen, ob es das auch noch gibt. Ja. Du, ich lese es mal kurz vor, das ist ja interessant. Also, was wir heute schon wieder den Leuten mit auf den Weg geben, also das Hornberger Schießen ist eine Redewendung im deutschen Sprachraum, die auf eine historische Begebenheit zurückgeht. Es bezieht sich auf das Ende der Belagerung der Stadt Hornberg im Schwarzwald während des Dreißigjährigen Krieges. Wann war der? Na. Wer weiß es? Vor 30 Jahren. Vor 30 Ach, Jahren, genau. Die Redewendung beschreibt eine Situation, in der eine Angelegenheit oder ein Problem ohne klare Lösung oder Ergebnis endet, oft aufgrund von Uneinigkeit, Unentschlossenheit oder mangelnder Kooperation der Beteiligten. Fantastisch. Aber zwei haben wir noch. Was ist ein Stereotyp? Ich will einfach auch sagen, es ist das Gegenteil von Monotyp, aber nur weil ich das jetzt nicht klar definieren kann. Ich weiß nicht, was ein Stereotyp ist. Ist eine Meinung oder eine Handlung, die auf, oh Gott, ich weiß, was es ist, kann es aber nicht erklären. Kennst du das? Ja, aber du bist auf einem ganz falschen Pfad. Aber du hattest mit einem recht zu Beginn, denn Monotypen gibt es auch, das sind wir alle. Wir alle, denn der Stereotyp ist eine genetische Ausnahmegeschichte. Das sind Menschen mit zwei Mündern. Wenn die reden, reden die in Stereo. Verstehst du, das kommt alle 3 Milliarden Mal, wird ein Mensch mit zwei Mündern geboren. Das ist der Stereotyp. Wir alle sind Monotypen. So, und als letztes, was ist Magenbrot? Das muss man natürlich als Hobbykoch kennen, gell? Ja, das ist ein Brot aus, nein, ein Lebkuchengebäck aus, das es an Weihnachten gibt mit einer Zuckerglasur. Ja, denkst du. In einer lustigen Form. Das ist tatsächlich eine sehr gefährliche Angelegenheit, denn da wird einem Freiwilligen oder auch man kann auch sagen einem Opfer Zutaten oral verabreicht, die sich dann im Magen vermengen und dort quasi in einer Art Langsamgarmethode über Wochen zu einem Brotleib bilden. Dieses muss natürlich dann operativ wie bei einer Art Kaiserschnitt geborgen werden. Eine immens gefährliche Angelegenheit, gell? Damit kann man nicht spaßen, das sogenannte Magenbrot. Das ist aber eine begehrte Geschichte, so ähnlich wie dieser Kaffee, den ja irgendwelche, was für Katzen, Meerkatzen ausgeschissen haben. Diese Affen oder was es sind, da gibt es so, die fermentieren ja dann irgendwie im Magen, im Darm und dann wird daraus Kaffee gemacht. Und so ist das Magenbrot auch eben eine immens teure Angelegenheit. Gell? Ach, ich dachte, das sei irgendeine Krankheit oder so. Ich habe wieder Magenbrot heute. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Roger Rabbit. Leute, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Schreibt uns, wenn ihr uns wohlgesonnen seid, an potsau@online.ms.
Fakten steht auch in den Sendungsnoten. Ansonsten schreibt Nestlé, der CSU, oder Bernd Höcke von der AfD. Ich muss mal seine E-Mail-Adresse ausfindig machen, du. Wie auch immer, geht demonstrieren gegen rechts. Das würde uns freuen. Und dann sagen wir tschö, bis zum nächsten Mal. Yo, Duff, let's get out of here. Wait a minute, this is my motherfucking house. That's right, man.